Mit schmerzenden Gliedern erwacht ihr. Alles um euch herum ist dunkel. Ihr könnt Schaben hören. Irgendwas raschelt. Wenig Licht, was nach oben scheint. Und wenn ihr nach und nach erwacht, neben euch andere Gefährten, die ihr riechen könnt. Ihr seid wohl irgendwo in der Erde. Über euch könnt ihr sehen, wie wohl etwas heruntertropft. Plitscht, platscht. Alles um euch herum ist ruhig. Ihr wisst nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Nur, dass ihr jetzt wieder langsam erwacht. Sind wir und warum ist hier so dunkel? Lebt der Rest hier noch? Wir sind tot und in Morans Hallen eingefahren. Ich hoffe nicht. Sag doch nicht so etwas. Ich hoffe, da riecht es besser als das hier. Jeden Moment treten wir vor die Seelenwaage. Bittet Preias um Vergebung für eure Sünden, solange ihr noch könnt. Als ob wir gleich in die gleichen Paradiese kämen. Nein, aber wir werden wohl alle auf die Waage warten. Preias, vergib uns unsere Sünden! Au! Iseron, merkst, wie dir wohl Wasser oder sowas ins Auge getropft ist. Na toll. Weil es so schön ist und wir bestimmt Schutz brauchen, wirke ich nochmal einen Guardianum. Ihr hört dann also in der Dunkelheit den Magierstab über Isarons Kopf kreisen. Kann der da unten kreisen? Ist dann genug Platz? Das kriegst du dann auch Ich raus, wenn du probier's mal, versuchst zu. ne? Isar und Abelmir, könnt ihr Licht machen? Ich sehe gar nichts. Ja, sicherlich. Oron, hilf mir, musst du mich denn im Nachleben auch noch quälen? Jetzt halt doch die Schnauze, jetzt mach doch mal Licht da vorne. Au! Ah! Lumen! Ah. Und die Fackel an meinem Stab springt in einem hellen Licht im Schein wie eine Fackel an und beleuchtet meinen Umkreis. Au, jetzt habe ich gegen den Stein gehauen. Ah! Hast auch einen Stab von Iserun ins Gesicht bekommen, der dir von unten gegen das Kinn geschlagen ist. Überall tockt es gegen an und Iserun, du merkst, dass dein Guardianum wohl nicht funktioniert hat. Isarun, was soll... Aua! Was heißt? Bescheuert! Iserun, dein gesamtes Sichtfeld ist rot. Was ist denn? Wo sind wir denn hier bitte? Die anderen können sehen, dass Iseruns Gesicht blutverschmiert ist. Was habt ihr? Iserun. Ja. Ich will zu ihr krabbeln, geht das? Seid wie gesagt in einer Felsspalte, das könnt ihr jetzt erkennen. Das Licht von Abelmirs Stab scheint dann diffus durch ein paar Lücken, Ritzen und Kiaras ist dann so grazil und so gelenkig, dass er sich dann Ich habe einen gebrochenen Arm und gebrochenes Bein. langsam dann zu ihr hinschieben kann. Noch ein paar Stacheln, die du dann ja aus den Felsen abbrechen musst und dann stehst du neben ihr. Au. Ach. Ah. Hi. Ich möchte mir ihr Gesicht angucken, ob sie blutet. Was guckt ihr so? Ihr Ihr seht sehr seid ein chorgefällig wenig. aus. Ach, freut euch so sehr, mich zu sehen. Ihr seid total rot. Ich wisch mal so ein Finger Blut von ihr ab und zeig's ihr. Oh, wo kommt das denn her? Ich guck mal nach oben. Ich entzünde auch mal meine Stabfackel. Über euch könnt ihr den geschundenen, zerrissenen Leib von Rakala von Horsenrabenmund sehen, die ihre Gedärme jetzt verteilt hat. Ihr gesamter Körper ist in der Mitte gebrochen. Könnt noch die Wirbelsäule sehen, wie sie raushängt und da zwischen den zerschundenen Erzelementen zerteilt worden ist. Plitsch, Ach, die Ärmste. Wo soll denn Nein. sterben? Möge Raya sie empfangen. Ist sie erreichbar, also dass man sie dort runterheben könnte, den Körper? 1 bis 6 Schritt über euch. Wohl eher nicht. Wir sind doch nicht tot. Das fällt euch ja früh auf. Warum? Ich teste mal meinen linken Arm, ob der Bruch inzwischen geheilt ist. Dein Vorsichtig. Amulett ist mittlerweile auch wieder kalt geworden. Das Amulett, was du dem, ja, dem Zaubermagus von Paligan abgenommen hast, damals auf der Insel Rula, du erinnerst dich. Ist wieder kalt geworden, aber dein Arm funktioniert wohl wieder. Viel, viel besser.
Wir sollten die Erzmagier dort runterholen. Ich probiere mal aufzustehen und wie breit ist denn diese Kluft? Zuerst, wer ist noch hier? Wer fehlt? Ich weiß nicht, die Panthergardisten sind nicht hier. Also ich sehe zumindest keine. Ja, neben euch könnt ihr sehen, Ludal von Wertling, der da sehr eingequetscht in der Ecke liegt, und Answin von Werheim. Hier drüben. Neben dem Marschall. Und geht mal vorsichtig zu Ludal rüber und schaut mal nach. Seid ihr eingequetscht? Geht's euch? Holt mich raus. Er streckte seine Hand aus. Ja, irgendwann nimmt die Hand. Okay, ich versuch's. Du ihn da. Würfel mal Heilkunde Wunden. Ja, natürlich, klar. Man schaut natürlich, aber man will ihm erstmal helfen. Schauen, ob die Heilkunde Wunden. Mit dem Licht von dem Stab, diffus, wie es hinter dir leuchtet, kannst du es noch sehen. Bevor du ihn hochziehst, siehst du, dass wohl durch seinen Körper, durch seine Brust, ein Splitter Erz gedrungen ist. Wenn du ihn jetzt hochziehst, rausziehst, dann wird er wohl höchstwahrscheinlich sehr, sehr schnell verbluten. Man sollte ihn also an der Stelle lassen, wo er gerade ist, auch wenn es sich dabei um Unerz handelt, was dann in seinem Körper steckt, aber... Man greift die Hand, man will ihn gerade ziehen, aber dann sagt man, Moment. Ich brauche immer Licht. Ich glaube, Ludal von Wertling ist verletzt, der hohe Herr hier. Ich komme näher. Geht schon. Er streckt dir weiter die Hand hin. Nein, erst schaue ich mir das an. Ja, das sieht aus, als wenn ihr einen Pfeiler durch die Brust getrieben bekommen habt von diesem Ding. Ja, ich halte immer die Fackel, Stabfackel, so, dass du was sehen kannst. Ja, immer schaut da mal und tastet man auch dann vorsichtig. Das geht voll durch euch durch. Ich weiß nicht, ob es hinten rauskommt, aber... Was? Er versucht so ein bisschen nach unten zu gucken. Sein Kinn tockt auf seine Rüstung. Er kann es gar nicht auch sehen. Also er spürt es wohl gerade nicht. Er sieht nichts. Er schaut dich an. Er zieht mich jetzt hoch. Bin nur eingeklemmt. Moment. Und man nimmt seine Hand und will den Handschuh aufmachen. Hier, fast tastet selber. Und führt dann die Hand sanft an die Stelle ran, die ihn hineinführt, nachdem man ihm den Handschuh ausgezogen hat. Rondra, warum testest du mich so? Warum testest du mich so? Erst Emer. Rohaya. Nimm mein Leben, aber... Rokala ist auch tot. Die Hofmagierin. Die ist total zerrissen worden von den Elementen. Einfach so? Naja, sie hängt da oben 5 Meter in der Höhe über uns, auseinandergerissen in Tausende von diesen Stacheln, der euch auch in euch steckt, dieser. Was ist mit Werheim passiert? Weiß ich nicht. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir haben nicht nur verloren, nicht nur diese Schlacht verloren, sondern den gesamten Krieg. Das Reich ist führerlos. Es gibt kein... Selin, wir haben noch Selindian. Und die Schwester von Rohaya. Lass mich mal schauen, erstmal müssen wir euch vielleicht rauskriegen. Immer schaut sich das Ganze mal an. Hat irgendjemand eine Säge dabei oder eine Handaxt oder sowas? Oder einen Hammer? Das müssen wir doch irgendwie abkriegen, das blöde Ding. Am Pferd habe ich einen. Oh. Was hältst du davon? Wir kämen ihm den Heiltrank in den Mund und ziehen dann. Ich könnte versuchen, mit Hilfe eines Stabzaubers gewisse Gewalt aus diesen Splitter auszuüben. Würde nicht dieser Schlag auf seinen Körper übertragen werden? Natürlich. Seinen Organ zerreißen? Deswegen gibt es noch Heiltränke? Wenn ja, sollte dem Marschall vorher einer eingeflößt werden. Immer zieht ein Heiltrank und öffnet den. Seid ihr mit einverstanden? Wir versuchen, diesen Splitter zu zerstören und gleichzeitig mit diesem Heiltrank am Leben zu halten. Mein Leben ist unbedeutend. Macht, was ihr... Ich habe bereits alles in meinem Leben verloren. Vater, Kaiserin, Königin. Tut es. Aber ihr habt den Glauben an die Götter nicht verloren. Und so die Götter wollen, werdet ihr bei uns bleiben. Immer packt sozusagen, jetzt hier geht hinter den Mann an den Kopf heran. Weiß dann, Affin, geh du hier, nimm du seine Hand. Du ziehst ihn dann gleich raus und dieser Run, ihr werdet den Splitter versuchen zu zerstören mit eurem... Mit eurer Magie. Weiß, hier, warte. Anziehen. Ich hol mal meinen Dolch raus, gib ihm den in den Mund, beißt da drauf. Sonst haut ihr euch die Zähne.
Also ich gebe ihm natürlich das nicht scharfe Stück. Ja, den Leder umwickelt. Genau, wahrscheinlich. Den lederigen Griff. Isarun konzentriert sich kurz auf ihren Stab und die Flamme, die da oben geleuchtet hatte, erlischt. Und sie aktiviert den Hammer des Magus. In dem Moment, wo die Flamme erlischt, kippt Ömer schon den Heiltrank in Luder von Wertling rein, der Hoffnung, dass er sozusagen jetzt hier beim Heilen dann sozusagen da rausgeholt wird. Ja, Isarun wartet noch kurz ab. Und Taruk! Lichte des, der Fackel von Abelmir schlägt sie dann auf den Splitter. Ja, ich zieh mit aller Kraft ihn da raus. Ja, der Heiltrank wurde eingeflößt. Ihr könnt sehen, wie wohl sich der Körper von Ludalf gegen die Wunde wehrt und versucht zuzuwachsen. Ihr könnt auch sehen, wie sich wohl ein bisschen Haut über den Splitter zieht, schiebt, wächst und dann zieht Rafim. Isarun schlägt mit dem Hammer zu, mit dem Stab und mit einem Splittern könnt ihr den Marschall lösen. Ihr seht immer noch, dass ein riesiges Loch in seinem Rücken klafft, er hustet weiteres Blut und wirkt und da kämpfen jetzt wohl gerade die Elemente, die Natur kämpft jetzt wohl gerade, während das Loch sich langsam stetig verschließt. Immer guckt, dass die weiteren Splitter rausgezogen werden und ja, gibt den nächsten Heiltrank in den guten Ludalf. Ja, mit einem sapschigen Geräusch kannst du dann in die Brust von hinten greifen, siehst da wohl, wie ein paar Rippenteile dann auch nach dir greifen und versuchen, deine Hand einzuschließen. Kannst du allerdings auch vorher dann so zwei, drei richtig große Stücke rausgreifen, die dann wohl rasselnd in seiner Lunge oder sowas lagen. Hast du das nicht genau verstanden und dann ist deine Hand wieder zurück und der Rücken wächst zu. Danke. Ich weiß nicht, was diese Teile, ich konnte nicht alle entfernen, in euch machen werden. Aber es wird euer Leben nicht verangenehmern, aber ihr seid so erfahren. Wir sollten euch auf jeden Fall am Leben erhalten. Ihr solltet weiterhin versuchen, den Göttern treu zu dienen. Noch einen Moment länger, bevor Golgari uns alle holt. Wir sollten versuchen, hier herauszukommen. Aber mir leuchtet doch einmal herum, ob ihr irgendwelche Auswege seht oder gangbare Kletterpassagen. Ja, ich halte mal den Stab am äußersten Ende und probiere den Lichtradius zu erhöhen dadurch. Und leuchte mal nach links, mal nach rechts, schwenke den Stab. Jeder von euch Sinnschärfe. Ich guck grad nach Answin. Wo ist eigentlich verdammt nochmal hier unten Norden? Bin ja Schernes. Wir benutzen Tasten. Sinnenschärfe Tasten und auch Sinnenschärfe Geruch, um so ein bisschen den Pestodem von oben zu ignorieren und dann nach frischer Luft oder sowas dann neben euch zu schnuppern. Grafim zeigt in eine Richtung, da ist ein Ort. Wieso? Weil das wichtig ist, wir wollen ja nicht nach Süden. Macht Sinn. Aber mir kann tatsächlich was mitbekommen. Ömer und Kiaras und Jalan auch, die anderen nicht. Und wann, wenn ich Erschwernisse kriege, dann nicht? Das ist eine plus 7er Erschwernis. Achso, genau, du hast ja noch deinen Moralkodex gebrochen, dann bist du gerade mit dir selber beschäftigt. Dann ignorieren wir dich einfach mal. Ihr könnt sehen, wie wohl es feine Risse im Gestein gibt und dahinter verschwindet das Licht. Ihr guckt nach oben, es ist wohl durch die rasiermesserscharfen Erz- oder Unerzsplitter, durch das Höllenmetall ist es gerade unmöglich, nach oben zu klettern, ohne sich die Hände aufzureißen. Aber wenn ihr einen Durchgang schaffen könntet, dann würde es wohl durch den Berg, durch die Erde, durch das Erz einen Weg geben. Ist das ein Tunnel? Hier ist ein Spalt. Benutzt euren Stab. Können wir den vergrößern, ja. Ja, ich schlag mit dem Stab da drauf. Hammer des Magus. Macht immer noch. Hammer des Magus. Der Stab schlägt gegen den Stein und splittert ihn durch, ohne dass es irgendeinen Widerstand gibt. Zertrümmert das alles nach innen und ihr steht vor einem großen, gegrabenen Tunnel. Abgestützt. Er ist sehr klein. Man könnte aber kriechen. Auf der Innenseite des Holzes
Runen. Rogolan, Angram. Seht ihr was da vorne? Da sind orische Zeichen. Ich hab die schon mal irgendwo gesehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Jetzt sagt mir nicht, da sind irgendwelche Dämonenzeichen. Nein, das sind keine Dämonenzeichen. Das ist irgendwas. Ich hab das schon mal gesehen. Lass mich mal gucken. Was ist denn? Da. Könnt ihr das entziffern, Ömer? Oder Answin? Lebt Answin überhaupt noch? Ich bin Answin. Hey, Answin, geht's dir gut, Kumpel? Ja, alles gut, alles gut. Bin noch alles ganz? Ja, ich hab mir wohl die Elle gebrochen. Geht schon. Ich glaube, Ömer hat da was gefunden, oder? Ja, ja, das sieht aus wie komische Zeichen, aber ich weiß nicht, was es ist. Wie hoch ist dein Wert in Angram? Ich habe weder Angram noch Rogolan die Schrift. Deswegen kann ich die Runen nicht identifizieren. Dachte du, dass das gelesen ist? Ja, die Sprache nur, weil der Schrift hat, war mir egal davon. Die Zwerge sind nicht wichtig genug, um die Schrift zu erlernen. Okay, ja, also du erkennst das auch nicht als zwergische Runen. Ist das zumindest kein Zayat. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, dann nach und nach könnt ihr euch dann in diesen kleinen Tunnel hereinschieben und könnt dann da gehockt, gebückt nebeneinander sitzen. Und wenn dann Answin herankrabbelt, kann er auch dann nicken. Das ist Angram. Also rogolanische, zwergische Runen. Er deutet in eine Richtung. Und da steht Werheim. Also, da steht auf jedem Pfosten. In die Richtung geht's nach Werheim und in die Richtung Auralet. Und Auralet. Sollten wir hingehen, eigentlich. Besser als Werheim. Sind das diese neuen Gräben, die Zwerge gemacht haben, oder sind die alt? Die sind neu. Also, das kann man jetzt natürlich an diesen Schriftpfeilern nicht erkennen, weil, naja, zwergisches Holz oder wenn man so einen Tunnel buddelt und dann abstürzt, das wird Jahrhunderte halten, wenn sie so etwas mal gegraben haben, aber ich weiß einfach durch den Hochkönig und seine Planung, dass er diese Tunnel, diese Gräben buddeln wollte. Sie ziehen sich über das gesamte Mythraelsfeld. Ah, ich wusste nicht, dass sie so weit reichen, aber wenn wir Glück haben, lebt er ja vielleicht noch. Es sind ganze Kompanien von zwergischen Pionieren hier eingetroffen. Natürlich haben sie dann auch die Artillerie bemannt und gewartet, ganz Werheim umstrukturiert, aber sie haben auch geschanzt und getunnelt. Na gut, wenn es eins gibt, was wir wissen, dann wenigstens, dass die Zwerge zu stur sind zum Sterben. Folgen wir dem Tunnel? Ja, einen Moment noch. Aber wir können die Erzmaler nicht hier so einfach liegen lassen. Das dachte ich auch gerade. Ihr habt doch diesen Seilzauber. Ihr wollt sie herunterzerren? Ja. Sie verdient ein ordentliches Begräbnis. Sind wir nicht alle begraben? Nun gut. Halt die Fackel. Macht eine Fackel an. Dann wollt ihr jetzt hochklettern? Das sind 5 Meter. Ich wollte mit einem Seil sie runterholen. Überlass das uns. Geht schon einmal vor. Habt ihr Licht? Hat jemand eine Kerze oder? Macht doch euren Stab zu einer Fackel. Ich meinte jetzt die anderen. Nein, ich habe keine Licht und Seele mitgebracht in diese Schlacht. Alles Licht hat uns endgültig verlassen. Meine Güte. Ich fürchte, Großteil unseres Gepäcks ist nicht hier. Ich könnte noch Erschöpfungsbastillen anbieten, aber das war's auch. Ja, die machen auch kein Licht, aber vielen Dank. Gut, ja, Stabsauber. Komm mal her, wir müssen reden. Gut, einer. Dann dies ist jetzt wirklich nicht der Zeitpunkt, um sich in Gebet zu vertiefen. Das können wir gleich machen. Ich würde dann meine Fackel löschen. Meinen Stab wieder in ein Seil verwandeln. Es hochwerfen um den Oberkörper der Maga. Und sie probieren, also der schlingt sich ja, dieses Seil schlingt sich ja um den Körper herum, macht sich selber fest. Und dann probieren vorsichtig mitziehen und ohne dass ich sie weiter großartig beschädige, sie herunter zu zerren, ziehen. Ich stehe dann unten und versuche dann halt so einhändig die Reste von Rakala aufzufangen.
Wozu denn, Karenor? Seht's ein, wir haben's verbockt. Endgültig. Können wir jetzt noch, oder? Hinaufquälen und die Scherben unseres Scheiterns ansehen. Wir bleiben einfach hier sitzen und warten auf das Unausweichliche. Ja, lang. Solange wir leben, gibt es immer einen Weg. Wir haben eine Schlacht verloren, aber der Krieg ist noch lange nicht verloren. Wir haben das ganze Heer verloren. Wir haben zwei Kaiser verloren. Und wenn Ludolf lebt, ist zumindest einer der Marschall dann noch am Leben. Aber da hört es wahrscheinlich auch auf. Nur ein Winterschlag im Auge der Götter. Wir werden uns aufrappeln und wir werden es gewinnen. Wir werden jeden unserer Feinde zur Rechenschaft ziehen. So wie wir es immer getan haben. Mach mal eine Heilkunde Seele. Schaden kann es wohl nicht. Erst einmal herauszukommen. Ja, die andere Option, Jarlan, wäre ja, na, in den Süden zu wandern. Dann hätte ich auch zusammen mit meinem Hochmeister sterben können. Das ist die richtige Einstellung. Deswegen seid ihr hier, deswegen lebt ihr, weil ihr nicht gestorben seid und weil wir weiterkämpfen. Die Götter haben noch eine Aufgabe für uns. Dann und Anfa ist wunderschön zu dieser Jahreszeit. Macht euch keine Sorgen. Dann gehen wir wohl erst einmal, Lanswin. Ihr könnt die Zeichen sicher nach Auralet lesen, richtig? Na, wir brauchen da irgendwas, was Licht macht. Zusätzlich zu den Magiern. Niemand mehr Kerzen hat. Ich meine, wir könnten... Hast du vielleicht ein wenig Öl? Ich habe kein Öl. Ich hatte mal einen Gwen Petrol, aber der wurde mir von der Effertkirche abgenommen. Ich weiß noch, was ich habe. Immer macht seinen Rucksack auf und holt zwei Wollstrumpfpaare raus und wirft die Jarlan zu. Hier, können wir die nicht über euer Schwert stecken und das anzünden? Also ja, aber das ohne Öl oder Tran brennt das nicht sehr lange. Moment mal, ich habe doch noch Öl, fällt mir gerade so ein. Ist das heil geblieben, Frosty? Plus oder Minus? Bei Pullen Lappenöl. Ja, okay. Haben sich in deinem Rucksack verteilt. So, das in eine klebrige Masse verwandelt. Pass auf, ich nehm meinen Rucksack, ich kipp den aus und dann nehme ich den ölgetränkten Rucksack und wickel den um mein Schwert. So, richtig so. Innen drin vielleicht noch hier die zwei Wollstrümpfe und die Wollmütze, die ich noch zusätzlich habe, tun wir da rein, dann brennt das erstmal an, bis das Leder dann anfängt überhaupt wirklich zu brennen. Gibt es hier im Gang irgendeine Art von Abraum? Du meinst was zum... Steine, wie auch immer. Steine wurde alles weggeschafft. Du kannst nur wenige Kiesel erkennen. Also jetzt klar, du kannst dann auch viel Fels in der Spalte erkennen, aber in dem Tunnel selber, das wurde von den Zwergen alles fachmännisch abtransportiert. Immer schaut mal auf die Deckenhöhe. Wie hoch sind diese zwergischen Tunnel, durch die wir durch wollen? 1 Meter. Achso, das ist im Knien, im Robben, im Krabbeln, da kann man durch. Aber das ist nichts, wo man gehen kann. Das wird sehr lange dauern. Immer an dem Lederzeug, was er an den Beinen trägt, diese Lederbeinschienen ein bisschen ran rumzufummeln, fängt an, sich jetzt hier von woanders ein klein bisschen Stoff herzuholen, was eigentlich mal ein Reutbeutel war, scheint den so ein bisschen in die Lederschienen reinzulegen und die Lederschienen dann deutlich höher anzuziehen, die übers Knie gehen und ja, weil jetzt ab jetzt wird auf den Knien wohl gerobbt. Würde ein Taschentuch aus meiner Hosentasche ziehen, es über den zweigeteilten Oberkörper der Spektralität ziehen und sie sozusagen ihren Augen schließen, falls sie die geöffnet hat. Kiras, könntet ihr vielleicht einen Totensegen über die Marga sprechen? Ich nur fürchte, wenn das sehr dafür habe ich nicht mehr genug Kraft und außerdem hier an diesem Ort fürchte ich, dass es verschwendete Zeit wäre. Wir müssen sie hier wegschaffen und dann kann ich es tun. Ja, ich ziehe dann meinen Umhang aus und dass wir da Rakala hineinlegen können und dann mitnehmen. Nun, würde es auch gehen.
welche Richtung müssen wir? Nun, was wir nach? Auf nach Norden. Los, los. Und so kriecht und krabbelt ihr. Ich würde in der Zeit, während ihr kriecht, was Stunden dauern kann, immer doch einfach mal bitten, eine Vision von jemandem zu lesen. Eine Vision, die du in einem Buch erblickt hast. Ein Buch, was du vor einiger Zeit in Yol'Gurmak gelesen hast. Um uns die Wartezeit etwas zu verkürzen. So du Blakarats Reich betrittst, so sei dir sicher, dass jedes Gesetz, das du nicht kennst, neu mit deinem eigenen Blut geschrieben wird. Feier dich gegen Schmerzen und Folter. Lass dir ein drittes Auge wachsen auf der rechten Schulter, denn jeder ist hier ein Verfolger eines jeden, verdammt für die ewige Hatz auf seinesgleichen, vielleicht gar auf sich selbst, der doch nie zum Erfolg führen kann. Das Reich des Tyakraman kennt Gesetze und die Zeichen des Gesetzes wirst du überall sehen. Auf ein Rad aus lebendem Feuer geflochtene Diebe, enthauptete Philosophen, die zu viel gedacht haben, schlangenleibige Richter, schweinsköpfige Vögte und Streckbänke von vielen Meilen Länge, auf denen die Verurteilten nicht nur gedehnt, sondern auch zu einem Tau geflochten werden. So du dich aber einmal, wahrlich nur einmal, dem Namenlosen verschrieben hattest, so wirst du eine Äon vor deinem Richter stehen und deine Folter wird ein Äon Äonen währen. Das Herz der Domäne ist eine Festung aus unüberwindlichen schwarzen und roten Flammen und die Fackeln sind die Leiber der Verdammten und ihre Seele nährt die Flammen. In der gleißenden Halle aber sitzt Blakarats auf seinem Richterstuhl und sein Zeichen ist der Stab der tausend Augen, die noch weit jenseits der Tiefen deiner Seele Geheimnisse ergründen können, die auch dich seinem Richterspruch unterwerfen. Eine Abschrift einer Vision, angeblich aus den gorischen Fragmenten, vermutlich jedoch eher Yamas ibn Murati, einem Fasara-Seher des Jahres 916 nach Bosbarans Fall zuzuschreiben.